Henslers schnelle Nummer, Teil 5 unserer Spargelwoche. Heute gibt es Pasta mit Spargel und Lachs. Als erstes dafür die Pasta direkt ins Wasser und dann den Spargel schneiden. Eine rote Zwiebel schneiden wir direkt hinterher und dann kommt beides in eine Pfanne. Spargel hier in der Pfanne schön rösten lassen mit der Zwiebel. Währenddessen Limette vorne und hinten. Ist auch egal, wo vorne und hinten ist. Abschneiden und jetzt die Haut vorsichtig runterschneiden, vielmehr die Schale. Weil was wir wollen gleich, ist die Filets auslösen. Guck, jetzt zeige ich mir, fahr mal hier rüber. Guck es mal an. Hier, mein Freund ist schon wieder da. Er wartet immer noch. Und jetzt die Filets auslösen, weil die kommen nachher zusammen mit dem Lachs ganz zum Schluss an unsere Spaghetti. Da müsst ihr jetzt schön vorsichtig sein. Upsala. Spaghetti sind soweit. Jetzt hier, der Spargel hat 4 Minuten geröstet in der Pfanne. Und jetzt die Spaghetti direkt aus dem Topf mit dazugeben. Ihr wisst ja, immer 2 Minuten, bevor die Spaghetti fertig sind, in die Pfanne geben. Wir kochen jetzt da fertig. Dazu ist ein bisschen Kochwasser, eine Kelle und einen ordentlichen Schuss Sahne. Und das lassen wir jetzt einreduzieren. Und während das einreduziert, komm her, machen wir sofort weiter. Hier haben wir schon die Limettenfilets. Schneiden wir jetzt einfach Lachswürfel. Und das rühren wir ganz zum Schluss da unter. Das sieht gut aus. Jetzt hier, schöne ordentliche Prise Gewürzsalz. Und vor allem, was dieses Gericht braucht, ist Pfeffer. Pass auf, jetzt Pfanne ein bisschen zurückziehen. Was man jetzt macht, die Lachswürfel sollen nur ganz bisschen Temperatur bekommen. Und jetzt auch erst unsere Limettenfilets dazu. Und ein bisschen Parmesan. Hey, so, Digga, helf mir rein, oder? So, kleine Pause, komm gleich. Reibe gefunden. Jetzt kräftig Parmesan drauf. Ja. Also mal durchschwenken. Wie ihr seht, fehlt noch was Grünes. Und zwar noch ein bisschen gehackte Petersilie. Und alle, die jetzt in die Kommentare reinschreiben, Pasta mit Fisch, kommt kein Parmesan rein. Tschüss. So, jetzt hier. Petersilie. Boah, dann das Ganze anrichten. Komm her. Das sind Kraut und Rüben hier heute, du. So, guck mal. Oh. Yes. Wunderbare Cremigkeit. Guck mal, ich probiere das hier direkt. Mal Schnabel her hier. Ha, ich esse das sowieso alles selber, also kriegt euch ein. Mm. Oh. Oh. Mm. Unbedingt nachkochen, hier ist die Einkaufsliste. Geil. Super. Super. Das sieht gut aus. Wichtig ist, dass der Lachs, weißt du, damit er noch leicht roh ist, einfach jetzt nur zerfällt. Deswegen ganz zum Schluss ranmachen. Hier ist die Einkaufsliste für Spargel mit Spaghetti und Lachs. Für 2 Personen braucht ihr 150 Gramm rohe Spaghetti, 200 Gramm Lachs, 4 Stangen Spargel, weißen natürlich, eine Limone, eine rote Zwiebel, halbes Bund Blatt Petersilie, 80 Milliliter Sahne, 40 Gramm Parmesan und unser Gewürzsalz passt perfekt dazu. Da hinten steht es. Noch mehr schnelle Nummern findet ihr auf henslers-schnelle-nummer.de oder auf unserem YouTube-Channel.